Willkommen zum Platin-Walkthrough zu Demon's Souls Remake. Mein Name ist Jack FromSoft und ich wünsche euch viel Spaß. Aber zuerst schauen wir uns das wirklich geniale Intro an. Das, was jederzeit startet, denn das kann man irgendwie nicht beeinflussen. Los geht's. Gänsehaut. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Ja, liebe Leute, also ich habe dieses Spiel bereits auf Platin gebracht und habe mir gedacht, ich will einfach nur nicht aufhören zu spielen. Darum werde ich jetzt für YouTube da einen kompletten Platin-Walkthrough machen, 100%. Werde alles genau erklären, auch für Neueinsteiger zur Weltentendenz, was zu beachten ist. Wir werden das Schritt für Schritt ganz langsam machen. Ich werde in die Timecodes auch die ganzen wichtigen Fundgegenstände und Trophäen verlinken. Kurz zu mir: Mein absolutes Lieblings-FromSoft-Game ist Bloodborne. Das ändert auch das Remake nichts. Das ändert auch das Remake nicht. Es ist zwar fantastisch geworden, aber dennoch bleibt Bloodborne Nummer 1. Aber danach kommt gleich Demon's Souls. Ja. Das war schon immer so, auch bei der PS3-Version. Und aus diesem Grund wird es, glaube ich, für sehr viele Neulinge das beste FromSoft-Spiel aller Zeiten. Obwohl es ja nicht von FromSoft ist, sondern eigentlich von Bluepoint. Aber es ist halt das Demon's Souls, das Originale von FromSoft. Komm, machen wir uns da nichts vor. Es gibt einige Neuerungen, zu denen gehen wir gleich ein, aber ich würde sagen, bevor wir da lang rumlabern, starten wir einfach mal ein neues Spiel. Und ganz wichtig, gleich mal, im ersten Run bleiben wir offline. Den ganzen ersten Run spielen wir für die Platin offline. Los geht's. Okay, es geht noch nicht ganz los. Haha, bla bla bla. So, jetzt ist es so. Man kann eine Frau spielen oder einen Mann. Klar, bei Demon's Souls ist es so, dass es gewisse Rüstungsteile gibt. Ja, Rüstungen, die was nur Frauen tragen können. Und es gibt Rüstungen, die was nur Mauner tragen können. Ich persönlich finde, dass die Rüstungen von den Männern wesentlich besser sind und auch zahlreicher. Dennoch werde ich einen Mann spielen jetzt, ja, aber werde dann einen Frauencharakter draus machen. Somit bin ich gespannt, ob das funktioniert, ob wir dann auch die praktisch die Rüstungen der Männer tragen können, weil
wir ja einen Mann spielen. Also ich fange jetzt einmal an mit männlich. So. Aber spiel eine Frau. Ja, das kann man ja da komplett einstellen. Und ich nenne mich Margarete. Margarete. Inglourious Basterds-Fans wissen Bescheid. So, ganz wichtig gleich mal. Jetzt muss ich mich kurz aufsetzen und das natürlich ganz genau erklären. Die Klassen. Ja. Wir haben den Soldat, der kommt mit guter Stärke daher. Wir haben den klassischen Ritter, ne, das ist eben dieser klassische Demon Souls Charakter, würde ich mal sagen. Der Jäger, der was punktet mit Glück und Dex. Priester natürlich auf Wille, ganz stark. Magier ist natürlich selbsterklärend. Der Wanderer, der was Geschick sehr hoch hat, ach ja. Der Papa mit Papa, Papa, pfiat euch, ciao Papa. Der Papa mit der meisten Stärke. Dann haben wir noch den Dieb, der was natürlich sehr viel Glück hat. Den Tempelritter, der was meiner Meinung nach für Nahkampf, wenn man Nahkämpfer spielen will, was ich normalerweise immer tue in FromSoft Games, die overpowered Version ist, denn der hat die helle Barde und die haut richtig rein zu Beginn. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Für mich persönlich gibt es in Demon's Souls nur eine Klasse und das ist der Adelige. Und das passt eigentlich normal gar nicht zu meinem Spielstil, weil der hat nur 9 Stärke und ich spiele normal immer Tanks. Aber was der große Vorteil bei diesen Adeligen ist, erstens, das ist der größte Vorteil, er hat von Beginn an den Seelenpfeil dabei. Ja? Und der ist Gold wert. Der ist wirklich Gold wert. Und er hat den Ring des Dufts dabei. Sprich, dass sich die Mana immer wieder auffüllt. Ja? Und es gibt im ersten Gebiet einen sehr, sehr starken Gegner, der was eigentlich eher Late Game ist. Ne? Und also der One-Hittet uns. Und nur mit Adeligen können wir den besiegen und schon sehr früh Seelen farmen. Ja? Durch eben diesen Blitzpfeil, der was da schon dabei ist. Also ich kann persönlich nur den Adeligen in Demon's Souls empfehlen. Natürlich könnt ihr machen, was ihr wollt, aber für mich ist das mit Abstand die beste Wahl. Ich habe, wie gesagt, das Spiel jetzt, also das Originale auf Platin, also das Remake jetzt auf Platin gebracht und die alten habe ich zweimal platiniert und ich habe immer den Adeligen genommen. Und auch jetzt wird der Adelige genommen. So, Startergeschenk gibt es für mich nur eines: Ring der Gunst. Erhöht die Chance, Gegenstände zu finden. Wird genommen. Wir brauchen sowieso alle Ringe für die Platin. So, aussehen. Und jetzt möchte ich mir, obwohl ich einen Mann spiele, eine Frau basteln. Voreinstellungen. Genau, wenn es geht. Jetzt sind wir bei den Damen. Es ist echt krass, dass man in einem Soul-Spiel mal normal aussehen kann. Ich meine, normal, ja. Normal ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Eine Oma kann man auch spielen, eine Omi. Nope. Mir gefällt dieses Gesicht eigentlich sehr gut. Das wird genommen. Haut. Schön tö. Gesicht. Ja, das lassen wir genauso. Mir gefällt das schon sehr gut, aber natürlich werden wir noch was ändern an. Vom Mund her vielleicht ein bisschen schlanker der Mund, wenn es geht. Das gefällt mir gut. Hoppala. Na, jetzt habe ich es vertan, ne? Ja, das war's. Genau. Passt. Zähne. Ja. Dann nehmen wir natürlich ja diese. Diese nehmen wir. Böse. So, sieht ja keiner. Ne? Nase.
Stupsnäschen. Passt, perfekt. Mund, Kiefer und jetzt die Haare. Da werde ich ja diesen Zopf nehmen. Sehr hübsch. Und Farbe nehme ich sowieso immer ganz weiß eigentlich. Hoppala. Na, Blödsinn. Und wir schauen schon sehr schick aus. Ja, die Nase ist nur ein bisschen spitz. Nase, vielleicht findet man nur noch ein bisschen bessere. Nein, für eine Dame ein bisschen. Kleines Näschen eventuell. Ja, sowas sollte man sich ja schon gut Zeit lassen, ne? Aber die Vielfalt ist natürlich grandios. Ja, das Näschen nehmen wir. Das passt schon so. So, somit meines Erachtens noch ist es eine hübsche Frau. Ja. Und aussehen kann man dann irgendwie die Stimme verändern. Irgendwie geht es ja. Gleich mal speichern. Gespeichertes Aussehen. Aber wo kann ich die Stimme verändern? Bei der Haut nicht, Gesicht nicht. Dekor vielleicht? Nein, das ist nur Tätowierungen. Passt schon, passt schon. Ist egal. Jetzt müsste man eigentlich, obwohl man jetzt eine Frau, aber irgendwie, das kann es ja nicht sein, dass man die Stimme nicht ändern kann, oder? Das war doch nie so. Nicht gespeicherte Profile abbrechen. Okay, hab sie gespeichert, also. Okay. Okay, passt. Körperform B natürlich, haben wir gesagt. Und das haben wir gespeichert. Vorlage. Ah. Typ B. Animation. Nehmen wir das. Ich habe gesagt Typ B wegen Mann und Stimme. Nehmen wir das. So, und da. Aussehen. Voreinstellungen. Vorlage. Na. Ich habe doch was gespeichert, ich kenne mich da gar nicht aus. Na gut, machen wir es halt nochmal gar. Weil wir eh nichts Besseres zu tun haben. Dann muss man auch wieder alles neu eingeben. Das war jetzt mein Fehler, sorry. So, Margarete, adelig, Ring der Gunst, abrufen, jawohl, Margarete, adelig, Ring der Gunst, abschließen, los geht's.
Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland der Zwölfte seinem Königreich im Norden, Boletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Boletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Velafex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Boletarias Leid. Dass der alte König Aland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag. Und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Velafex sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Bior von den Zwillingsfängen. Jod, der stumme Häuptling. Sankt Urbain. Skurver, der Vagabund. Die sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Winland. Und Freyk, der weise Hellseher. Der farblose, dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Das sind wir, das sind wir. Ein einsamer Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein? Unfassbarer Traum, optisch. Unfassbarer Traum. Tapfere Seele, die den Tod nicht fürchtet. Ich werde euch zum Riss führen. So dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt. So, und zack, sind wir schon da. Und das ist wirklich, also grafisch das Beste, was ich je gespielt habe. Also die PlayStation 5, die haut da wirklich alles raus, was noch geht. So viel zu dem. Und auch der Controller ist irre gut. So ganz über eine männliche Stimme. Das kann lustig werden. Ja, ich spiele Frau, aber männliche Stimme. So, ganz kurz zur Erklärung. Ein paar Fakten. Es gibt definitiv Unterschiede zu den alten Demon's Souls Platin Trophäen. Also zu den Trophäen allgemein. Meiner Meinung nach ist sie leichter zu ergattern, die Platin. Das alte Demon's Souls hat man viermal, also dreieinhalbmal durchspielen müssen. Dieses Demon's Souls muss man, wenn man alles richtig macht, und das werden wir machen, nur zweieinhalbmal durchspielen. Ja? Es gibt vier Arten von Events und ich bin mir sicher, für die Neulinge wird das das Schwierigste sein. Das ist, ich zeige das. Das ist, da sieht man das. Das ist die Welttendenz. Das sind die vier Levels, die vier Welten. Und die Augen unten, die was so aussehen wie die Augen vom Sauron, sind aktuell neutral. Wir brauchen jeweils einmal komplett überall eine Pure White,
Tendenz, um gewisse Waffen zu bekommen, um gewisse Sklaven zu befreien, die uns dann vielleicht Ränge geben, und eine Pure Black Tendenz. Dazu aber später mehr. Denn wir konzentrieren uns jetzt einmal komplett auf die Pure White World Tendenz und auf die Pure White Charakter Tendenz. Man sieht, na, der ist neutral weiß. Da braucht man ebenfalls für Platin einmal Pure White und einmal Pure Black. Wenn wir einen NPC töten, ja, dann haben wir schon die Chance nicht mehr auf die Pure White. Ja. Wir dürfen keinen NPC töten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man begreifen. Aber wir gehen das ganz langsam an. Ja. Wir fangen einfach an. Wir machen in diesem ersten NG, ja, in diesem ersten Spiel, alle vier Events. Zuerst machen wir die weiße Weltentendenz. Zudem erkläre ich noch ein viel mehr. Dann machen wir die schwarze Weltentendenz. Dann machen wir die weiße Charaktertendenz. Und dann machen wir die schwarze Charaktertendenz. Die machen wir ganz am Ende. Zuerst konzentrieren wir uns aber auf die Pure White World Tendency. So, genug gelabert. Mal zum Plan, wie das Ganze ablaufen wird. Ah, wunderschön, wunderschön. So, man kann parieren, aber man kann es auch leicht machen. Wir haben eine männliche Stimme, das ist lustig, ja. Seelenpfeil. Wir bauen uns nämlich, das Ziel ist, dass wir uns einen absoluten Stärke-Magier bauen. Also einen Tank mit fettem Großschwert und Magie dabei. Ich spiele einfach eine Frau mit Männerstimme. Okay. So, Sicheln und Gras sieht man schon links unten, das ist die Heilung. Es gibt verschiedene Gräser. Den guten Stuff, das gute Gras, bekommt man in den Straßen Boletariens. Das bekommt man erst zum Schluss eher. Es gibt kein Estus mehr und keine Blutfiolen. Die Zeiten sind vorbei. Man kann auch nicht mehr unbegrenzt Gräser mittragen wie im Original nur, sondern von die Sichelmond, also für die schwächsten Gräser, kann man praktisch 50 tragen, von die zweitbesten 25, von die guten nur 15 und von die ganz guten nur 10 sogar. Ja, wir sind eine männliche Frau, aber das passt schon so. So, und jetzt kommt das Krasse und das wird euch am meisten umhauen. Hoppala. Wollte ihm eigentlich backsteppen. Komm, lass mich die backsteppen, Bro. Zack. Gefällt mir gut. So. Da heben wir uns noch ein Seelchen auf, oder was das ist. Na, Sichelmondgras. Und jetzt bitte achtet auf die Ladezeiten. Das wäre jetzt normal ein Ladebildschirm. Wir zählen mit 1, 2, vorbei. Unfassbar. Also es gibt keine Ladezeiten mehr. Die Ladezeiten sind vorbei. Parry ist auch eine gute Option in diesem Spiel, ist aber mit diesem Schild ein bisschen schwer durchzuführen. Aber wir haben es geschafft und zack in den Hals. Herrlich. So, blauer Rittermann.
Naja, es muss man einmal schaffen, eine Frau mit Männerstimme zu spielen. Das war vielleicht nicht die beste Idee, aber ich bin bekannt für meine schlechten Ideen. Komm. So. Rein da. Die Folge wird heute ein bisschen länger. Wir machen das in Zukunft so, wir werden pro Level immer eine Folge machen. Das wird immer so eine Stunde dauern, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen weniger lang, je nachdem wie gut wir in den Leveln vorankommen. Im ersten Durchgang werden wir natürlich alles erkunden. Sowieso klar. Autsch, danke. So. Jetzt kommt dann gleich der Tutorial-Boss und ich habe, wie oft habe ich Demon's Souls jetzt durchgespielt insgesamt mit den Originalen? 8, 9, 10, 11, 12 Mal und den habe ich noch nie besiegt, ja. Weil man als Adeliger halt nicht die besten Chancen hat. Komm. Ihr seht, ich wäre normal schon längst tot, ne? Man kann im Tutorial-Gebiet bis zum Boss nicht sterben. Beim Boss allerdings schon. Der Degen ist auch nicht die Waffe meiner Wahl. Wir holen uns da sehr, sehr bald schon das Claymore. Das, was fantastisch ist. Mit dem werde ich ja das ganze Spiel durchzocken bis zu einer gewissen Waffe im NG+. Aber da... Egal. Man so platt. Ich mag den Degen nicht. Oh, da liegt noch was. Gib mir dein Groß, Alter. So, dann haben wir einen Boss. Konzentration. Okay, hoppe. So. Ja.
habe ihn besiegt. Das erste Mal in meinem Leben. Das erste Mal in meinem Leben habe ich den besiegt jetzt gerade. Okay. Graue Dämonenseele. Wie geil. Jetzt bin ich hyped. Jetzt bin ich hyped. So, jetzt bekommen wir da anscheinend ein paar nette Überraschungen. Das habe ich selbst noch nie erlebt da gerade. Wie geil, ich habe den Boss besiegt. Okay, das wird ein sehr guter Platin-Walkthrough. Vollmondgras, sehr gutes Gras. Wie geil. Ist natürlich komplett Platin irrelevant. Ne? Muss man nicht besiegen. Ist auch nicht gedacht dazu, den zu besiegen. Ah, was haben wir da? Vollmondgras, na herrlich. Hartsteinscherbe, sehr gut, brauche ich sofort fürs Glamour dann. Scharfstein brauche ich nicht. Seele. Ich schaue noch kurz, weil da war ich eben noch nie, ob ich eh nichts verpasst habe. Ah, drei Hartsteinscherben schon, das ist sehr gut. Nee. Ah doch, Schatz. Tatsächlich, da liegt noch was. Ah, wie geil. Eisenhelm. Wir haben einen Eisenhelm. Der gefällt mir aber nicht. Aber wir haben ihn. Und jetzt müssen wir eh zum Drachen noch vorlaufen. 700 Seelen haben wir schon. Jetzt werden wir so oder so. Ne? Schicht im Schacht. Dude. Man stirbt so oder so, entweder beim Boss oder hier. Nur da bekommt man immer ein paar feine Sachen. Ah, das erste Mal besiegt, wie geil. Wie geil. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die so the world might be mending. Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias zusammen. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die fünf Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. Du bist gestorben und deine Seele ist im Nexus gefangen, aus dem es keinen drinnen gibt. Alles klar. Indem du jedoch Dämonenseelen erbeutest, kannst du deinen Körper wiedererlangen. Gutes Stichwort. Ich erkläre ganz kurz, so simpel wie es geht, erkläre ganz kurz, was es mit der weißen Weltentendenz auf sich hat. Da wir jetzt gestorben sind, sind wir in Geisterform. Ja, wir sind in Geisterform. Für eine Pure White World Tendency darf man nur in Geisterform praktisch in die einzelnen Levels gehen. Ganz wichtig, man darf nicht menschlich sein. Sobald man einmal menschlich stirbt in einem Level,
ist es schon vorbei mit der Pure White. Wir müssen in Geisterform alle Bosse besiegen pro Keilstein. Ganz wichtig. Und nachdem wir einen Boss besiegt haben, man kennt es aus Dark Souls und so weiter, dann werden wir wieder menschlich. Das heißt, ab sofort zurück hier in den Nexus, der was übrigens, na, was ist davon inspiriert? Feuerbannschrein aus Dark Souls 3, ganz klar. Sofort in den Nexus, ganz nach oben und Selbstmord begehen. Weil im Nexus zählt es nicht. Also Feuerbannschrein, Nexus, dort zählt es nicht. Sobald wir menschlich werden, unbedingt in den Nexus zurück. Das ist immer nachdem wir einen Boss besiegt haben. Und sich um mich umbringen. Umbringen. Ganz einfach. Seelen ausgeben und dann hochlaufen, umbringen. Nur so kommen wir zu einer weißen Welttendenz. So, jetzt drehen wir mal mit diesem unnötigen Phantom. Oh, ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden? Ihr jagt Dämonen? Dann versucht es bei den Keilsteinen. Nun geht. Deshalb kamt ihr doch hier, nicht wahr? In das verfluchte Boletaria. Genau, der Typ dient zu nichts. Das ist ein ganz wichtiger Kollege, der Thomas. Ich bin Lagerist Thomas. Als die Plage kam, traf sie mich unerwartet. Als ich zu mir kam, da war ich hier, in diesem Nexus. Meine Frau und Tochter wurden Opfer der Dämonen. Aber im Kampf wäre ich nutzlos. Doch zumindest hoffe ich, euch tapferen Dämonentötern meine Hilfe anbieten zu können. Ich nehme gerne etwas von eurer Last und passe auf überschüssiges Gepäck auf. Genau. Da kommen wir eben jetzt. Das ist praktisch die wandelnde Lagerkiste. Wir haben schon ein paar Seelen gekriegt, das ist sehr gut. Die graue Dämonenseele, die packe ich gleich mal weg. Die brauchen wir vielleicht dann für einen Zauber oder Bosswaffe. Die Scherben packe ich schon mal weg, weil Inventarmanagement ist eine große Rolle in Demon's Souls. Da habe ich eh noch nicht viel. Den Eisenhelm, der kommt weg. Und die zwei Ringe haben wir ausgerüstet. Perfekt. Keine So. Sorge. Euer Eigentum ist bei mir sehr viel Erfolg. Sollen jetzt wieder uns von seiner Frau erzählen und das erinnert auch wieder so stark an die Geschichte von Vater Gascoigne beziehungsweise von den kleinen Mädel. Als die Plage kam, ließ ich meine Frau und Tochter einfach im Stich. Ich floh wie ein Feigling. Als ich zu mir kam, war ich in diesem Nexus. Ich habe es seitdem nicht gewagt, diese Mauer zu verlassen. Ich würde gerne mehr helfen. Aber ich weiß nichts von der Welt jenseits dieser Mauern. Die Kerzenjungfer sah nach mir während der ersten Tage hier. Sie spricht nicht viel, aber hat ein gutes Herz. Meine Tochter wäre jetzt in ihrem Alter. Armes Mädchen. Hier gefangen und die Augen mit Wachs versiegelt. Wenn man ihr nur irgendwie helfen könnte. Er redet natürlich von der Maiden in Black, die was wir absolut jetzt noch nicht treffen können. So, der Schmied. Seid ihr neu hier? Kann ich euch zu Diensten sein? Ich bin Baldwin. Nur ein gewöhnlicher Schmied. Ist ganz simpel. Bringt mir so viele Seelen wie möglich. Zum Tausch gebe ich euch Waffen oder verstärke die, die ihr schon habt. Mit euren Seelen kann ich mein Leben bestreiten und mit meinen Waffen werdet ihr länger leben. Ein guter Tausch, oder? So, genau. Da können wir eben die Ausrüstung reparieren. Machen wir jetzt noch nicht. Waffe aufwerten, ganz wichtig. Könnten wir schon, aber sicher nicht die Waffe. Ich will das Claymore und das holen wir uns schon sehr bald im Spiel. Obwohl es eigentlich ein bisschen später gedacht ist, aber das Claymore holen wir uns.
Kaufen kann man bei ihm ein bisschen Heilung, Gewürz, sehr wichtig, Wettstein und ein paar Waffen. Auch ein sehr gutes Schild kann man sich da kaufen. Aber ich hoffe, dass irgendein Ritter eines droppt. Kein Interesse, hä? Ich sehe schon, ihr haltet nicht lange durch. Ja, sehr nett, danke. So, und bevor wir überhaupt zu den anderen Keilsteinen kommen, müssen wir für mich persönlich das eigentliche Tutorialgebiet spielen. Und zwar den Palast von Boletaria Level 1. Auf geht's. Wie gesagt, nur in Geisterform in die einzelnen Levels gehen. Für die weiße Tendenz. Wir werden alle vier Tendenzen in diesem Durchlauf machen. Alle vier. Ja, wir sind angekommen und schaut sich mal bitte diese Grafik an. Einfach nur fantastisch, also sensationell. Zunehmendes Mondgras, perfekt. Und wir legen los. Wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt mehr auf die weiße Weltentendenz und das andere erkläre ich dann, wollen wir es haben. Ja, jetzt geht es einmal rein um die weiße Weltentendenz und da gibt es nur eines zu wissen, nicht als Mensch in die Welten gehen und wenn wir Mensch sind, sich im Nexus töten. Das muss man einfach wissen. So. Danke für das Gräschen, mein Freund. Ein paar Mobs-Gegner, die was man natürlich wie in jedem anderen FromSoft-Game absolut nicht unterschätzen darf. Macht einfach so extrem Bock. So, Easy Mode. Zerbrochenes Schwert. Ach, ein sehr seltener Drop. Für Bosswaffe dann sehr gut, aber wie gesagt, es gibt keine Waffentrophäen mehr. Mir gefällt es so, wenn ein Schwert so in Österreich sagt man obelt, abbeutelt oder abschüttelt. So. So, Idiot, spring. So richtig adelig. Brandbombe, sehr gut. Die brauchen wir für den Boss dann ganz gut. So, jetzt können wir nur hoffen, dass irgendwer von den Idioten da runter springt. Der erste springt runter und der zweite. Jawohl! Und wenn wir da runter springen, passiert das gleiche mit uns. Da wartet der Tod. So. Wir spielen das ganz chillig durch, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. In schweren Zeiten wie diesen. Machen wir wirklich einen absoluten 100% dran. Herrlich. Zack, Backstep. Das was auch geil ist, jede Waffe hat eine eigene Backstep- und Parry-Animation. Jede. Und das ist wirklich so gut gemacht
Fünf Brandbomben, ideal. Jetzt kommen schon ein bisschen härtere Gegner. Der was aber kein Problem war mit unseren Super Seelenpfeil. Seele eines unbekannten Kriegers, der Lege der Kettenbrecher, dem was sie jetzt irgendwie Nierendolch genannt haben, warum auch immer. Aber ja, wer es mag, ne? Ja, ja, stirb! Und gib mir dein Gras, Bro. So. Also die Grafik ist einfach so fantastisch. Gefährliche Stelle da. Aber nicht für uns. Nicht für uns. Nicht für uns. So, klassisch, ne? Da drin liegt was Feines, wirklich was Feines, das Bastardschwert. Zu dem kommen wir jetzt noch nicht, aber gleich. Ciao. War schön mit dir geredet zu haben. Guten Flug. So, jetzt kommt der Klassiker, ne? Wer hat's erfunden? Demon's Souls hat's erfunden. Nicht Dark Souls 1 beim Oscar, Demon's Souls hat's erfunden. Bastardschwert braucht Stärke und Geschick, glaube ich. Aber das Claymore brauchen wir und da brauchen wir 20 Stärke. Aber das zeige ich euch noch ein kurz. Heute ist ein bisschen längerer Part, ne? Der Beginn quasi. Der Beginn einer großen Reise. So, dafür wirst du büßen, du Schwein. So, Achtung, Pfeile von hinten. Stirb! Stirb mit Würde, aber stirb. So, da. Halbmond, krass. Und jetzt kommt dieser Gegner gleich. Und den farme ich jetzt nicht ab, ne? Sondern das ist eben das, warum dieser Seelenpfeil so gut ist. Der Gegner, denn da hinten wartet was, das wäre Spoiler jetzt aktuell noch, ein Eingang zu einem Event, das wir auf keinen Fall verpassen dürfen. Der Gegner one-hittet uns aktuell, ja? Aber da würde ich immer hergehen zu farmen. Ja, immer wieder würde ich da hergehen zu farmen. Das würde ich auch offline machen, also wenn ich nicht gerade das Video hochlade. Denn der gibt jedes Mal 2070 Seelen. Und den braucht man einfach nur, da macht man sich den Weg da praktisch frei. Ja, und dann bekämpft man ihn von der Ferne mit dem Seelenstrahl. Es kann natürlich sein, dass man zufällig getroffen wird und man tot ist und man kann immer wieder herkommen, es gibt immer wieder 2070 Seelen und das ist zu Beginn des Spiels absolut OP. Ja, aber jetzt keine Gewürze da. Also ich mache das jetzt nicht, aber merkt euch diesen Gegner, bitte unbedingt merken, denn den gilt es abzufarmen, damit wir sehr schnell auf die 20 Stärke kommen, was wir für das Claymore brauchen. Einfach anvisieren und dann... Dann wieder ein paar Schritte nach hinten und wieder, ne? So kämpfen wir gegen diesen Idioten. So,
So, da ist aber ein ganz anderer Idiot. Da, wenn wir Glück haben, droppt er sein Schild. Ich muss weg. Gibt's ja nicht, dass ich nicht parieren kann. Ich will den parieren, das gibt's nicht. Ich gehe nicht, bevor ich den pariert habe. Gibt's ja nicht. Ich muss laufen. Okay, ich gehe, bevor ich ihn pariert habe. Ich habe mich anders entschieden. Ich brauche ein besseres Schild. Du hast gesiegt. Du hast dieses Mal hast du gesiegt, mein Freund. Gib mir wenigstens dein Schild. Nein, nur Halben und Gras. Also, ja. Man kann reparieren. Ich hab's jetzt nicht geschafft. Yeah. Von da unten sind wir gekommen. Wir gehen da weiter. Da gehen wir aber noch nicht runter, weil wir befreien zuerst einen ganz wichtigen NPC. Beziehungsweise öffnen wir zuerst mal den Shortcut da. Brandbombe 6-mal. Sehr, sehr gut. So, jetzt kommen die zwei Idioten, was auf das Fass hauen. Beide tot. Sehr freundlich. Zu gütig, zu gütig. Du sprengst vielleicht auch noch da runter, wenn es geht. Na, mag er nicht. Dann ebenso. So, ganz wichtig. Da jetzt links rausgehen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ketten abschlagen. Und unten dann das einsammeln, was für die Platin relevant ist und was uns das Leben in Geisterform ungemein erleichtert, weil man sieht es ja. Wir haben nur Hälfte Leben in Geisterform. Das sind noch ein paar Idioten. Aber alle down. Sehr gut. Man könnte auch eine Brandbombe hierher werfen, dann würde alles explodieren. So, wir öffnen Entschuldigung, die Vorrichtung. Nehmen noch ein bisschen Gras mit und erhalten hier den wichtigsten Ring in Geisterform, meiner Meinung nach. Den Ring der Äthesion, oder wie der heißt. Den tun wir gleich rein, statt den Ring der Gunst. Und man sieht links oben, wir haben jetzt 3/4 Leben. Ja. Also den werden wir wahrscheinlich die meiste Zeit tragen, diesen Ring der Äthesion. Es gibt da nur, und da haben wir das, was wir runtergeschlagen haben. Ne? Ganz wichtig, zum einen das zerfetzte Gewand, nur für Damen. Ja, nur für Damen. Jetzt probiere ich das, ob das geht. Geht sicher nicht. Na, ich spüre, eigentlich spiele ich einen Mann in Damenform, was ein bisschen ein Fehler war, aber ja, egal. Und den Haarschmuck. Und das erinnert extrem stark an Bloodborne. Ne? Denn den müssen wir dann in Lageristen Thomas geben, den Jade-Haarschmuck. Und der gibt uns dafür den Ring der kolossalen Stärke, damit wir mehr Items mittragen können. Sprich, wenn wir mal wo unterwegs sind und ja, uns geht der Platz aus, dann können wir den Ring reintun, dann können wir mehr tragen. Und bitte gibt es eine sehr nette Option. Im Remake, das hat es im Original nicht gegeben, wenn wir etwas nicht tragen können, können wir das direkt ins Lager schicken, was irgendwie den Ring dann auch wieder unnötig macht, was aber nichts daran ändert, dass man ihn für die Platin brauchen. Wir brauchen alle Ringe. So, jetzt gehen wir wieder hoch.
Genau, da haben wir das runtergeschlagen. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. So, und wie gesagt, da hinten, ganz hinten ist dieser Gegner, dieser Hardcore-Gegner, die Kirche schaut aus wie ein Blattborn, den merken, den bitte offline dann, also ich werde den nicht online, da, also jetzt in diesem Let's Play da Walkthrough abfarmen, das wäre zu lange, so lange farmen, bis dass wir dann das Claymore tragen können. Und immer wieder herlaufen, wenn man sie hochleveln will, weil für Stadtgebiet gibt er extrem viel Seelen. So, der reguläre Weg, ja, die wäre jetzt hier entlang, ja. Den Typen killen wir noch, weil sonst killt er uns. So, und jetzt haben wir da unseren ersten NPC und der darf auf keinen Fall sterben. Und wir halten einen äußerst wichtigen Ring, wirklich äußerst wichtig. Ring des Diebes, damit erkennen uns die Gegner schwerer. Ne? So, das ist der Ostrava. Ein mutiger Sprung. Welch eine Überraschung. Da ihr nun hier seid, bitte ich euch, vertreibt die Dreglings. Wir vertreiben die Dreglings, kein Problem. Machen wir gerne, Ostrava. Ja, spring da runter. Meine wir können. Dank. Ich bin Ostrava von Boletaria. Nehmt dies als ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Und wir bekommen ein Teleskop. Das können wir später bei der Snuggly eintauschen. So, Fernrohr. Und jetzt müssen wir aufpassen, weil der Depp, muss man schon sagen, wirklich, bekämpft alles und jeden da jetzt. Und der darf uns ja nicht sterben. Ostrava, pass auf dich auf. Halbmondgras. Und da bekommen wir gleich ein bisschen ein besseres Schwert. Sehr gut. Chromsäbel, die wird sofort ausgerüstet. Nur kurz, bis dass wir das Claymore haben. So, Chromsäbel haben wir jetzt. Sehr gut. Ostrava. So, da unten wartet gleich eine ganze Herde dieser Dreglings. Alle töten, sonst kämpft er gegen die alleine. Und da kann schon mal vorkommen, dass er stirbt. Oh, ich habe keine Magie mehr. Dann muss zu anderen Mitteln gegriffen werden. Aber, das war schlecht. Ja. Ei. Unendlich nervig, diese Mobs-Gegner. Unendlich nervig. Er kämpft schon wieder, der Depp. Hartsteinscherbe, sehr gut. Oh, boah, da wird geschossen. Es wird zurückgeschossen. So, Ostrava, ich komme, du Depp. Stirb mir ja nicht weg, du. Stirb mir ja nicht weg.
Gott, der Typ macht mich fertig. Kostet meinen letzten Nerv, der Idiot. Aber ja, ist cool. Nun verabschiede ich mich. Ja, ja. Man sieht es. So eine gefährliche Stelle. Ich schaue, ob ich ein Gewürz habe. Ja. Benutzen. Und es füllt meine ganze Mana-Leiste wieder auf. Ganz ruhig das Gebiet abschließen. Nichts riskieren. Haben wir noch eine Seele. Jawohl, Tod, bitte drop dein Schwert, dein Schild. Na, kein Glück. Kein Glück. So, bevor wir da durchgehen. Boah, jetzt hat man gedacht, wir sterben. Gehen wir nochmal runter. Da kommen nochmal zwei Spezialisten. Komm, lasst euch fallen, Burschen. Ja, selber schuld, ne? Ich wollte euch nichts tun. Es war eure eigene Schuld, ihr Bastard. So, da patrouilliert auch wer. Und tot. Er schreit gar nicht mehr. So. Haben wir nämlich ein Item vergessen. Seele. Wir vergessen gar nichts. Natürlich, wir haben einiges vergessen sogar. Sehr viel. So. Dann weiter im Programm. Genau, da sind die zwei runtergesprungen. Jetzt gehen wir da hoch. Da nicht, durch die Nebelwand. Gemeine Falle. Gemeine Falle. Besonders für die anderen. Schön, ha? Wunderbar. Wunderbar. Bolzen, na, warum nicht? So, Gewürz essen. Jetzt wieder ein bisschen eklig. Ich
Passt. So, und was sieht man da hinten, Freunde? Wo sieht man ihn? Da, den blauen Drachen. Ja, der bewacht auch was ganz was Feines. So, genau. Da müssen wir dann langlaufen. Weil ich zeige euch das jetzt kurz. So, da haben wir den roten Drachen und den blauen. Ne? Und die bewachen teils, also die bewachen ganz wichtige Gegenstände. Die bewachen das beste Schild gegen Feuer. Die bewachen zwei Ringe. Also der blaue bewacht die für mich einen der besten Ringe, dass man mehr Rüstung tragen kann. Und den Ring gegen mehr Feuerresistenz. Und wir werden versuchen, uns das dann zu holen. Aber zuerst werden wir alle Shortcuts öffnen. So, jetzt triggern wir den Drachen. Der kommt gleich geflogen. Und sobald er Feuer speit. Ah, okay, dann müssen wir stehen bleiben da. Sobald der Feuer speit, loslaufen. Komm, er kommt wieder, oder? Müssen wir ihn wieder triggern. Ah, jetzt habe ich die Probleme mit den Gegnern da. Sollte nicht sein. Ganz und gar nicht. Komm da. Nein, ich muss ihn triggern, das hilft nichts. Jetzt kommt er. Stellen wir uns da her. Und jetzt laufen. Verdammt schnell laufen. Jetzt haben wir ein paar Sekunden Zeit, um die ersten drei Sachen einzusammeln. Ausdauer geht mir aus. So, zum einen haben wir hier Vollmondgras. Dann haben wir das Wichtigste, das lila Flammenschild. Und dann noch zwei Seelchen. Seele, Seele und runter mit uns. Denn er ist schon wieder da. Puh, jetzt mal wieder aufregend. Kaltsteinscherbe. So, der Drache ist da. Den werden wir auch sehr bald töten. Oh, mächtig, hä? Upsi. Schnell hoch, hoch, hoch. Und der hat uns jetzt schön die ganze Brücke geklärt, das was natürlich äußerst fein ist. Ja, das haben sie schon cool gemacht, nur die Drachenkämpfe sind extrem schlecht gemacht in Demon's Souls. So viel kann man schon mal sagen. So, jetzt schnell durchlaufen. Diesen Hebel betätigen. Sobald er betätigt ist, kommt der Drache nicht mehr. Und jetzt öffnet sich das Boss-Tor. So, und der Drache ist weg, der Rote, er zieht weiter.
Wir können gemütlich da alles looten. Der kommt nicht mehr, der Drache. Der ist weitergezogen. So, und jetzt riskiere ich es, weil wir sind... Nein, ich mache zuerst den Shortcut auf. Ich wäre zu blöd, das jetzt schon zu riskieren mit dem Drachen. Denn bei einer rein weißen Weltentendenz, die was wir ja noch nicht haben, ja, ist der blaue Drache da weg. Der ist da weg. Und der schlägt halt extrem mit seinen Schwanz zu. Aber es ist möglich, die Ringe trotzdem irgendwie zu bekommen, mit viel Risiko. Ruhe. Gefährliche Gegner mit dem Speer. Ja, ist tot. Ist tot, glaube ich. Achtung. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ah, da haben wir schon einen Boss. Also. Das, was ich Boss darstellen soll dann. Mit Glück droppen die auch Scherben. Sie droppen Scherben und Hartstein. Perfekt. Genau die brauchen wir. Ich habe halt nur ein beschissenes Schild. So, da können wir jetzt noch rausgehen und uns eine Seele holen. So, ich glaube, einer kommt noch. Perfekt. Halbmondgras. Wieder das Tor öffnen. Und wir sind direkt beim Startgebiet. Level Design 10 von 10. Da geht's zum Boss rein. Das ganze Gebiet ist geklärt, zu 100%, bis auf die Ringe, und ich hole die jetzt. Und wenn ich sterbe, ist es mir auch egal, ich bin in Geisterform. Und in Geisterform darf man so oft sterben, wie man will. Ich darf nur nicht menschlich sein. Ich werde mir jetzt den Diebesring ausrüsten, dass er mir vielleicht nicht so schnell erkennt. Und dann kann es sein, dass ich die Ringe bekomme, ohne zu sterben. Es kann aber auch sein, dass er mich komplett erschlägt. Was wahrscheinlich eher realistisch ist. Aber ich will diese Ringe jetzt schon haben. Weg zurück. Ich hab den Diebesring drin. Es könnte klappen. Oder eben auch gar nicht. Ich schätze mir gar nicht. Es hat die letzten dreimal immer geklappt, aber der Vorführeffekt ist ein anderer. Ne? Dafür habe ich den Tutorial-Boss gekillt. So, der rote Drachen ist noch da. Okay, dann ist der erste Weg, wenn der Boss tot ist. Ja, dann besiegen wir zuerst den Boss. Macht auch nichts. Nur da müssen wir dann aufpassen, ja, dass wir
nicht menschlich sind. Das heißt, zurück in den Nexus und leveln und töten lassen. Wir machen die Spülse mal ganz normal weiter. Und ihr wisst Bescheid, ihr könnt ja da jederzeit hingehen und die Ringe aufsammeln. Das brauche ich ja nicht zeigen. So, jetzt machen wir mal einen Boss. Weil beim Nexus gibt es ja auch noch einiges zum Erklären dann. Wie gesagt, die erste Part ist länger und dann machen wir pro Part immer ein Gebiet komplett durch. So, für diesen Boss brauche ich Feuerbomben. Leute, ich habe wen vergessen. Ich habe wen vergessen. Ich Idiot. Wie konnte ich ihn vergessen? Ich hoffe, ich laufe jetzt einen halbwegs schnellen Weg. An die Ostrava-Quest ist mir erledigt soweit. Genau, wir müssen da wieder runter. Wie konnte ich ihn vergessen? Nee. Es war echt blöd. Blöd von mir. Und zwar den Händler. Den möchte ich unbedingt noch zeigen. Gehen wir weiter hoch. Obwohl, ja, gehen wir da links. Er ist nicht weit auf jeden Fall. Haben wir alles schön geklärt. Okay. Ah, wo warst du, Spast, ne? Da ist er. Da ist er. Nicht draufhauen, ne? So, tada, der Händler. Seid mir gegrüßt. Wollt ihr meine Waren anschauen? Vieles gestohlen. Aber wen kümmert's, ne? Und bei denen kann man jetzt kaufen, zum Beispiel Brandbomben. Das Langschwert, was sehr zu empfehlen ist, ja, wer nicht das Klima will, mit Stiche, für Stichattacken sehr, sehr cool. Kann man später umformen zu jegliche Arten von anderen Langschwerten. Die Keule, Speer, Armbrust, Holzschild, Soldatenschild. Wir kaufen jetzt nichts. Wichtig ist nur, dass wir mal angesprochen haben. Ich brauche nämlich das Langschwert nicht, weil ich will das Klima. Wozu? Lasst euch Zeit. Ich gehe hier nicht weg. Jo, das weiß ich, mein Freund. Und darum schätze ich dich auch so sehr. So. Aber jetzt zum Boss. Jetzt zum Boss. Ab zum Boss. Brandbomben mit dem Ausrüsten. Ja, haben wir. Perfekt. Und da werden wir auch gleich unsere erste Trophäe erhalten. Es war ein Fehler, eine Frau zu spielen mit männlicher Atmung.
Aber es gibt eine Statue, wenn man da 25.000 Seelen zahlt im Nexus, kann man das Aussehen ändern. Vielleicht mache ich das irgendwann. Und dann mache ich ja auch noch einen Vollbart. So, los geht's. Die Phalanx. Jawohl. So, jetzt brauche ich noch schwarzes Terpentin, oder wie das heißt. Da Terpentin. Und das schmier ich mir auf die Waffe. Und wer da stirbt, wer bei diesem Boss stirbt, Trophäe erhalten. Es steht nur Trophäe erhalten da, nicht der Name der Trophäe, komisch. Also die Phalanx heißt die Trophäe, ja, aber es ist nur gestanden jetzt Trophäe erhalten. Hartsteinscherbe sehr gut. Hartstein nochmal, na perfekt fürs Klima dann. Schafstein braucht keiner. Schafstein. Hartstein, ah, die ist ordentlich getroppt. So, jetzt ganz wichtig, jetzt bekomme ich die Seele von der Phalanx. Eine bleierne Dämonenseele und jetzt sind wir menschlich, sofort zurück in den Nexus. Nicht weiterspielen, Mensch. Willkommen zurück. Der Gewaltige erwartet euch oben. Der Gewaltige wird euch den Nexus erklären. So, jetzt schauen wir mal, wie gewaltig der Gewaltige eigentlich wirklich ist, gewalttechnisch. Ist er so gewaltig, wie alle sagen, oder ist er eher eine kleinere Gewalt? Oder ist er doch sehr, sehr gewaltig? Also jeder denkt sich, der Gewaltige erwartet uns. Das muss ja ein riesengroßer Führer sein. Und dann, servus Gewaltiger, hast heute den Flascherl schon gehabt, aber ist okay, ne? Und jetzt ganz wichtig, ganz, ganz wichtig auch, er stellt uns dann eine Frage und die müssen, also bitte aufpassen, die müssen wir mit Ja beantworten, unbedingt, sonst bringt sich die weiße Weltentendenz, eine Charaktertendenz nichts. So, also nichts kippen bei dem. Da sitzt er. Schau, wie gewaltig der ist. Wir warten schon lange auf euch, Dämonentöter. Ich bin einer der Gewaltigen. Wir erhalten das Realitätsgefüge. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Einst suchte auch uns eine Dämonenplage heim. In grauer Vorzeit war die Welt unter einer gütigen Herrschaft durch die Seelenkünste vereint. Bis
durch die Gier nach Macht das Uralte erweckt wurde. Über das Land legte sich ein farbloser, dichter Nebel und die Welt war durch die Dämonen von der Auslöschung bedroht. Glücklicherweise konnten wir das Uralte wieder in Schlaf versetzen. Doch erst nach dem Verlust unzähliger Seelen und dem Großteil der Welt, verloren, verschlungen vom Nebel. Um das Gefüge des noch verbliebenen Landes zu vereinen, haben wir 6 Anführern 6 wertvolle Keilsteine anvertraut. Einen dem König eines kleinen, aber tüchtigen Landes. Einen dem König der unterirdischen Höhlen. Einen der weisen Königin des großen Elfenbeinturms. Einen dem Häuptling der Verlorenen und Schicksalsgeplagten. Einen dem Schamanen des sturmverehrenden Schattenvolks. Und den letzten, den mächtigen Riesen der nördlichen Lande. Die Keilsteine wurden in den verbliebenen Randgebieten platziert. Wir sperrten das Uralte hier unter dem Nexus ein und verboten die Seelenkünste. Schließlich wurden wir die Gewaltigen, halblebendige Wächter des Realitätsgefüges. Doch leider sind die anderen Gewaltigen nicht mehr und nur ich verbleibe. Durch die Kraft des Gewaltigen wurden die 4 versiegelten Keilsteine freigeschaltet. Jetzt können wir alle Welten bereisen. Jetzt seid ihr dran. Nichts kippen jetzt. Ihr müsst das Uralte wieder in Schlaf versetzen und für alle Ewigkeit einsperren. Wenn nicht, wird der dichte Nebel alles Bekannte verschlingen. Seid ihr stark genug, diese Bürde zu tragen? Das Gemeine ist, ja, wir würden jetzt gleich auf Nein, beim Skippen auf Nein, wir müssen Ja antworten. Ja, ja, ja. Ja, wir haben großes Glück, euch zu haben. Sehr gut. Jetzt zieht los und vernichtet jeden einzelnen Dämonen. Das Uralte wird ohne Dämonen, die ihn mit Seelen nähren, einen neuen Diener suchen. Und euch zu sich locken. Okay, geil. Danke, bra. So. Wir reden nochmal. Wir besiegten alle. Und der Kurz. Okay. Und der Kurz. Passt. So, und da kommt jetzt ein Item, das was wir sofort ins Lager packen. Sofort. Nicht, dass wir den zufällig nehmen. Das, ich sage immer Stone of Ethereal Eyes, so heißt er auf Englisch. Und da heißt er Ephemera-Augenstein oder irgendwie so, keine Ahnung. Also gleich mal weg aus der Schnellleiste sofort, weil wenn man den nimmt, wird man menschlich. Ja? Und wenn man den zufällig mitten im Kampf in der Welt nimmt, ist man plötzlich menschlich. Wenn man stirbt, ist vorbei mit der Charaktertendenz. Ah, mit der weißen Weltentendenz. Darum gehen wir jetzt zum Thomas, der hat ja auch noch was für uns. Der gute alte Tommy Boy. Die geben mir den Haarschmuck seiner Tochter und das erinnert mich halt persönlich wieder extrem an Bloodborne, Gascoigne. Ne? Drum, wie gesagt, ich sag's immer wieder: Demon Souls, Vater von Dark Souls, Vater von Bloodborne. Ihr werdet es schon sehen, wenn sie selbst sagt: so viele nostalgische Momente und so viele Ideen aus Spielen, die ihr liebt. Okay, da will ich jetzt nicht. So, jetzt gehen wir zuerst einmal leveln. Tapfere Seele, die vor dem Tod nicht zurückschreckt. Bitte, versetzt das Uralte wieder in ewigen Schlaf.
Wir bekommen den Weißaugenstein und den Blauaugenstein. Mit dem Blauaugenstein können wir anderen Leuten bei Boss helfen. Ist auch eine Trophäe. Wir müssen einmal jemandem bei dem Boss helfen. Ja, bitte? Begehrt ihr die Macht der Seelen? Ja, klar. Ja. Natürlich. Schließlich benötigt ihr auch Stärke. Wohlan. Berührt den Dämon in mir. Touch the demon inside. Macht diese herrenlosen Seelen euer eigen. Seele des Geistes. So, Stärke, Stärke, Stärke. Wir brauchen 20 Stärke. Und Vitalität brauchen wir auch was. Hoppala. Ja, Kondition ist auch nicht verkehrt. Perfekt. So. Jetzt haben wir noch, natürlich noch ein paar Seelchen. Nicht die von Phalanx. Benutzen, Seele eines unbekannten Helden, benutzen. So, leveln nochmal ab. Wir haben nur einiges. Okay. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Ja, so will ich mir das lassen. Das ist perfekt sogar. Gute Arbeit geleistet. So, Thomas. Der Haarschmuck. Er gehört meiner Tochter. Dann hat sie doch nicht überlebt. Mein armes kleines Mädchen. Möge sie in Frieden ruhen. Ich hätte eine Bitte. Würdet ihr mir den Haarschmuck überlassen? Als Erinnerung an meine Tochter. Ja. Zu gütig. Danke. Habt vielen Dank. Und ach hier. Es ist nicht viel, aber bitte nehmt dies zum Dank. Es lag weggeworfen auf der Hauptstraße. Es sieht gewöhnlich aus, aber es scheint seltsame Macht zu besitzen. Jedenfalls solltet ihr es haben. Bei euch ist das gut aufgehoben. Ring der kolossalen Stärke. Perfekt. Jetzt haben wir den Ring, dass wir mehr mittragen können. Hallo. Ich passe gut auf eure Sachen auf. Keine Sorge. So. Wir lagern gleich mal ein. 7 Hartsteinscherben und Schafstein. Dann unbedingt diesen Ephemera-Augenstein, Stone of a Furious, weg damit. Den brauchen wir absolut nicht. Ja, die brauchen wir dann für die schwarze Weltentendenz alle, die was wir finden. Bossseele, weg damit. Den Rest können wir uns behalten. Waffe, Bastardschwert einlagern. Das Purple Flame Schild, das lila Flammenschild, zurzeit brauchen wir es auch noch nicht. Bolzen brauchen wir so wie ich nicht. Ne? Zerfetztes Gewand weg, weil das können wir eh nicht tragen. Mhm. Da haben wir schon die Ränge. Wie gesagt, die zwei Ränge beim Drachen, die könnt ihr euch holen. Das mache ich auch offline. Einfach zum blauen Drachen hinlaufen, der ist jetzt nämlich der rote weg. Ihr lauft zum blauen Drachen und holt euch die zwei Ringe, die was bei seinem Schwanz liegen. Mit dem Diebesring am besten ausgerüstet, dass er euch nicht gleich erkennt. Und am besten ihr habt wenig Seelen dabei, denn falls er euch umbringt, naja, seid ihr tot. So. Ausrüstung reparieren. Oh, gut. Ich kann euch Waffen. Beziehungsweise, na. Gegenstand kaufen. Jetzt kaufen wir uns da 3 Gewürze. Denn jetzt sage ich nur ein Geheimnis, bevor wir den ersten Part beenden. Ring des Dufts wieder rein, dass das Mana auffüllt und wir haben alle Seelen ausgegeben. Das heißt für uns Selbstmordzeit im Nexus. Bevor wir überhaupt wohin gehen. Ich wiederhole mich nochmal. Nicht
in eine Welt gehen, ihr könnt schon gehen, wenn ihr so gut seid und nie sterbt. Aber sobald ihr einmal als Mensch sterbt, ist vorbei. Mit eurer Pure World, Pure White World Tendency. Deshalb Geronimo. Und wir sind wieder Geisterform. Ist im ganzen ersten Durchgang einfach Pflicht. So, wir sind wieder Geisterform. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Und jetzt gehen wir dahin, wo wir eigentlich noch nicht sollten. Aber wie zeige ich das jetzt? Jetzt können wir nämlich zwei Sachen machen. Ja? Wir können uns das Claymore besorgen und den Drachen töten. Und das zeige ich euch, wie das geht, weil das würde viel zu lange dauern jetzt. Es dauert sicher 15 bis 20 Minuten. So, Achtung, das sind einige solcher Phalanx. In Geisterform darf man übrigens so oft sterben, wie man will. So. Und da geht jetzt die Ostrava-Quest weiter. Ihr da, hier drüben. Ich bin es, Ostrava. Seht mich an. Erneut von den Schrecken eingekesselt. Würdet ihr mir noch ein letztes Mal helfen? Ja, klar. Beseitigt die Soldaten in dieser Passage, ich bitte euch. Der Pfad des Herrschers, gleich dort drüben, ist nun das Jagdgebiet der Drachen. Gebt ja gut Acht. Ja, er teast uns an, denn jetzt ist da der rote Drache und das ist der lämste Bossfight ever, wirklich ever. Das kann ich versprechen. Was Lämeres gibt's nicht. Es ist auch nicht relevant für die Platin. Allerdings einmal möchte ich ihn besiegen. Wer gut Seelen gibt, 7000. Und das Glema kostet 6000 und der Händler ist gleich darunter. Sprich, 1 und 1 ist 2. Wir besiegen den Drachen und kaufen uns das Glema. Und dann leveln wir den einen fetten Gegner da oben vorhin so oft ab, bis dass wir das Glema tragen können. Ganz einfach ist die Rechnung. So, wenn wir jetzt so lang gehen würden, sind wir tot. Wir gehen bis daher. Der Drache kommt, ne? Und laufen. Da heben wir nichts auf, das machen wir am Rückweg. Achtung. So funktioniert der Bosskampf, den werde ich jetzt offline besiegen. Er schießt einfach so lang Seelenpfeile auf den, bis er tot ist. Es dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Und von jetzt weg schießen. Nein, es war zu früh. Es muss auf seinen Kopf gehen. Durch das, dass wir den Ring haben, der Mana-Regeneration, kann uns das Mana nie ausgehen. So, jetzt haben wir ihn getroffen, jetzt haben wir es gesehen. Und so lange macht sie das, bis er tot ist. Ja?
Dann bekommt sie 7000 Seelen und dann geht es da unten weiter. Ne? Das zeige ich euch noch. Und dann treffen wir uns praktisch das nächste Mal genau bei dieser Stelle. So, ist auch wieder ein nicht ungefährliches Gebiet. So, wir gehen hier lang. Und zack. Wie gesagt, jede Waffe hat eine eigene Animation. So, aufheilen, jetzt wird es sehr unangenehm. Was sind die schlimmsten Feinde in FromSoft Games? Richtig. Nicht du, Bro. Absolut nicht du. Hunde. Ich hasse Hunde in FromSoft Games. Passt, alle besiegt oder kommt da noch einer? Einer kommt noch. Und das ist auch wieder der riesen Vorteil vom Seelenpfeil. Die machen extremen Schaden. So, und wer sitzt da hinten? Kommt da noch ein Feind? Ja, Feind kommt noch, okay. Hallo, Händler! Ah, da seid ihr wieder. Sehr schön. Ich hoffe, ihr findet etwas Passendes. Und diesmal hat er ganz unten da das Claymore. Es kostet 6000. Ja? Der Drache gibt 7000, weil die Seele des roten Drachen, was wir bekommen, können wir konsumieren. Nicht vergessen, die braucht man nicht aufheben für irgendeine Bossseele. Die können wir essen. Das heißt, Wir gehen den Drachen töten, dann kaufen wir uns das Claymore. Und jetzt gehe ich da kurz hoch, weil ich denke, da gibt es einen guten Bogen. Ja. So, Kurzbogen haben wir erhalten. So, da geht es dann weiter. Na, da gehen wir jetzt noch nicht lang. Wir erkunden jetzt da noch kurz die andere Seite. Da ist ja rechts zum Händler gegangen. Ne? Da sitzt der Händler und wir gehen jetzt noch links. Da haben wir die Hundis getötet. Genau. Wenn ich froh war, wie das Claymore haben, ich werde sehen, was das für einen Schaden macht. Schon fast gruselig. Denn da finden wir auch noch was ganz was Besonderes. Auch für die Platin äußerst wichtig, nicht der Tod. Perfekt. Den Ring der Blutungsresistenz, Sichelmundgras und wir sind beim Ostrava und führen seine Quest fort.
Kürass des blauäugigen Ritters, ein sehr gutes Oberteil. Kann ich schon ausrüsten sogar, da ich jetzt, den Ring haben wir noch nicht geholt vom Drachen, mit mehr Ausrüstungslast. Den muss man holen, ja, und dann kann man ausrüsten. Ostrava. Vielen Dank. Zum zweiten Mal. Nun muss ich weiter. Hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte nehmt es an. Dunkelmondgras passt. Seine Quest ist weitergeführt und ich gehe jetzt nochmal zum Drachen hoch und dann die letzten Worte für diesen Part. Zum Dragon. Noch nicht gestorben, ja, ja, wäre eine Schande in diesen, sogar nicht einmal beim Tutorial-Boss, das freut mich, das motiviert mich richtig. Also, was ich jetzt offline mache. Den Drachen von hier aus töten. Dann kaufe ich mir das Claymore unten und dann farme ich so lange diesen einen fetten Gegner da in der Burg ab, ne, mit dem Seelenpfeil, bis dass ich die Stärke auf 20 bringe. Denn genau das braucht das Klima zum Führen. Also, Drachen töten, Klima kaufen, Typ abfarmen, bis dass man das auf 20 haben und dann noch zu dem blauen Drachen laufen und die zwei Ringe einsammeln und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zum Platin Walkthrough. Ich sage danke fürs dabei sein und ich hoffe, ihr bleibt dran. Würde mich sehr freuen über ein Abo und ein Like oder die Glocke aktivieren, keine Ahnung, wie ihr wollt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part. Ciao, euer Jack FromSoft. Jetzt halt die Goschen.